Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Und heute fahren wir mit der Goethe von Koblenz nach Rüdesheim, also durch das wunderschöne Mittelrheintal. Und hier auf der Streckenkarte seht ihr dann auch unseren heutigen Fahrtverlauf. Die Goethe ist das älteste Schiff der KD, der Köln-Düsseldorfer, und ein ehemaliger Schaufelraddampfer, heute nicht mehr mit einer Dampfmaschine angetrieben, aber immer noch über Schaufelräder. Hier sehen wir das Schiff schon am frühen Morgen in Koblenz liegen. Sie wird in den Sommermonaten täglich zwischen Koblenz und Rüdesheim eingesetzt, fährt morgens in Koblenz los bis nach Rüdesheim und dort dann am Nachmittag wieder zurück. Wir schauen uns einmal um im Schiff. Hier sehen wir das Oberdeck im hinteren Bereich des Schiffes. Hier haben wir einen großen Salon, dann einen großen Salon, dann haben wir vorne ebenfalls nochmal einen großen Salon, wo man sich aufhalten kann. Und dann können wir einmal kurz nach draußen schauen, denn auch über den beiden Schaufelrädern kann man sitzen draußen. Das ist also eines von zwei Außendecks hier an Bord. Und auch ganz vorne vor der Panorama-Lounge gibt es nochmal einen Außenbereich, in dem man sich hinsetzen kann. Der war jetzt hier schon ziemlich voll, deswegen gehen wir da jetzt nicht nochmal extra hin. Wir gehen stattdessen einmal nach unten, denn wir haben zwei Hauptdecks für Passagiere. Und hier auf dem zweiten Deck haben wir vorne auch noch einmal einen großen Panoramasalon, der dann aber nur genutzt wird, wenn viele Fahrgäste an Bord sind. Ansonsten wird nur der obere Bereich genutzt. Ansonsten haben wir hier unten noch Toilettenanlagen, somit auch ohne Treppen zugänglich. Es gibt aber auch einen Treppenlift hinauf zum Zweitdeck. Hier sehen wir den Antrieb des Schiffes, die Schaufelräder, die das Schiff zu etwas ganz Besonderem machen, dem letzten Schaufelradschiff im Bereich des Mittleren Rheins. Und dann haben wir hier hinten nochmal einen Salon, der dann wirklich nur genutzt wird, wenn das Schiff komplett ausgebucht ist. Ansonsten bleibt der eigentlich immer geschlossen. Heute kann das Schiff 990 Gäste befördern. Zwischenzeitlich, früher mit anderen Sicherheitsbestimmungen, konnten das sogar bis zu 2400 Passagiere sein. Hier sehen wir einmal die Toilettenanlage, die ist also modern. Und hier nochmal kurzer Blick nach vorne in den unteren Panoramasalon. Ja, und dann geht es jetzt wieder hoch. Hier seht ihr auch den Treppenlift. Und dann werden wir gleich unsere nostalgische Fahrt starten. Das Ganze sind auch Nostalgiefahrten, die eben nochmal so ein bisschen an vergangene Zeiten erinnern sollen. Natürlich eben hauptsächlich für Touristen. Heutzutage kann man ja alles mit der Bahn machen. Früher war das anders, da war eben teilweise der Raddampfer auch die schnellstmögliche Verbindung zwischen diesen Orten hier am Rhein. Denn die Goethe ist bereits über 100 Jahre alt. Sie wurde 1913 in Dienst gestellt, hat natürlich viele Veränderungen in ihrem Leben erlebt. Sie wurde im Zweiten Weltkrieg auch als Lager für Zwangsarbeiter genutzt und dabei auch von zwei Bomben getroffen und schwer beschädigt und dann immer wieder auf- und umgebaut. Das Schiff hat also eine sehr bewegte, spannende Geschichte, kann man zum Beispiel sehr gut auf Wikipedia mal nachlesen. Hier unterqueren wir jetzt gerade die Koblenzer Südbrücke und das bedeutet, dass es die letzte Brücke ist, die wir auf dieser Fahrt sehen werden, denn die nächste Brücke hier am Mittelrhein, die folgt erst bei Wiesbaden. Aufgrund des UNESCO-Status darf hier keine Brücke im Mittelrheintal gebaut werden. Hier haben wir kurz die Koblenzer Brauerei gesehen und jetzt geht es eben zunächst einmal vorbei an Schloss Stolzenfels, gleich eines der schönsten Schlösser hier entlang der Strecke. Wir werden aber natürlich noch einige mehr sehen. Begleitet werden wir immer von Zügen, links und rechts die Rheinstrecken. Sehr, sehr schöne Bahnstrecke, ja auch hier schon einige Videos zu. Aber am besten kann man das Ganze natürlich hier vom Schiff aus genießen, weil man viel mehr Zeit hat, diese wunderbaren Schlösser hier zu sehen und auch die Burgen. Hier haben wir gleich gegenüber die Burg Lahneck in Lahnstein. Hier mündet auch der Fluss Lahn in den Rhein. Und hier haben wir auch gleich unseren ersten Stopp und können einmal hören, wie sich das unten beim Schaufelrad so anhört. Uns kommen natürlich hier auch zahlreiche Flusskreuzfahrtschiffe entgegen. Ist ja auch eine sehr beliebte Strecke für Flusskreuzfahrten. Hauptsächlich sind es amerikanische Schiffe, aber auch viele deutschsprachige Schiffe sind hier unterwegs. Hier haben wir eines mit internationalen Gästen, die Emerald Dawn.
Und wir werden natürlich heute noch ein weitere Schiffe sehen können. Das werde ich natürlich ja auch mal des Öfteren noch machen. Flusskreuzfahrten auf dem Mittelrhein. Heute machen wir das Ganze aber erstmal mit dem Ausflugsschiff und kommen jetzt zu unserem nächsten Ziel, Braubach, mit der Marksburg hier im Hintergrund. Braubach ist ganz interessant, denn der Anlegeplatz der KD-Schiffe wird auch für Kreuzfahrtschiffe vergeben. Und wenn dann so ein KD-Schiff kommt, wie wir mit der Goethe, müssen die Flusskreuzfahrtschiffe ablegen. So wie hier in dem Fall die Nestroy aus Österreich. Muss also dann kurz vom Liegeplatz wegfahren, damit wir an- und ablegen können und kann danach zurückkehren an den Liegeplatz. Deswegen sehen wir die Nestroy hier jetzt gerade im Rhein treiben. Hier sehen wir nochmal die Marksburg, die besterhaltenste Burg hier am Mittelrhein, da sie als einzige nie zerstört wurde. Heute Sitz der Deutschen Burgenvereinigung, kann man besichtigen, sehr interessante Führung dort oben. Also wenn man Zeit hat, lohnt sich das auf jeden Fall. Ja, danach folgt erstmal ein etwas weniger spektakulärer Streckenabschnitt, denn nun geht es nach Boppard. Dabei befahren wir gleich auch die größte Rheinschleife. 180 Grad drehen wir hier und wir begegnen hier jetzt auch gleich einem Schwesterschiff. Keine baugleiche Schwester, aber eben ein weiteres Schiff der KD-Flotte und da gibt es dann auch von der Goethe immer einen kleinen Gruß. Ja, direkt gefolgt von der Gérard Schmitter, ein Flusskreuzfahrtschiff des französischen Veranstalters Croisie Europe. Habe ich euch auch schon mal bei einem kleinen Rundgang beim Tag der offenen Tür gezeigt. Ja, und Viking wird man natürlich sehr häufig sehen. Die haben eine Vielzahl an exakt baugleichen Schiffen. Die sehen alle exakt gleich aus, innen wie außen. Inzwischen sind es, glaube ich, über 70 Stück, die exakt gleich sind. Ja, und das Ganze für amerikanische und chinesische Gäste, also wahrscheinlich ein Schiff, was ihr hier eher nicht sehen werdet auf meinem Kanal. Hier haben wir gerade den Eurocity aus Hamburg kommend in Richtung Schweiz. Bahntechnisch schönste, wie man hier im Mittelrheintal fahren kann. Hier sehen wir Grenade One, ein Schiff, das viele verschiedene Veranstalter im Einsatz ist. Nächstes Jahr zum Beispiel auch zeitweise für SE-Tours. Ja, und hier erreichen wir nun die Stadt Boppard, nächstes Ziel unserer Fahrt. Goethe, ja, ein Linienschiff, das heißt, wir halten an verschiedenen Städten an. Man kann natürlich auch nur etappenweise mitfahren. Wir fahren heute die gesamte Strecke bis nach Rüdesheim. Kann man also, wenn man vom Süden aus kommt, sehr gut machen, dass man zum Beispiel von Rüdesheim aus morgens mit dem Zug nach Koblenz fährt und dann mit der Goethe zurück. Hier fahren wir gerade vorbei am Wallfahrtskloster von Bornhofen. Und danach passieren wir dann zwei Burgen. Hier sehen wir sie, die Burg Sternberg, die hellere Burg, und die Burg Liebenstein, die dunklere Burg. Ja, und die sind so nah beieinander wie keine anderen Burgen hier am Rhein. Und das wird hier durch eine Sage begründet. Dieser Sage nach sollen zwei Brüder in dieselbe Frau verliebt gewesen sein. Sie hat sich dann für einen von beiden entschieden. Der andere wollte ihr aber so nah wie möglich sein und hat seine Burg dann direkt neben die seines Bruders gebaut. Ja, und deswegen bezeichnet man diese beiden Burgen heute hauptsächlich als die feindlichen Brüder. Hier sehen wir die Johann Strauß, unterwegs aktuell für die Feenstra Rheinlein, für niederländische Gäste. Und wir sind hier nun inzwischen an der Burg Maus angekommen. Eigentlich nur ein Spitzname gegeben von den Grafen von Katzenellenbogen. Hier sehen wir nämlich schon die nächste Burg, Burg Rheinfels. Die gehörte den Grafen von Katzenellenbogen, genauso wie die gleich folgende Burg Katz. Und im Gegensatz zur großen Burg Katz haben sie der kleinen Burg Maus eben diesen spöttischen Spitznamen Burg Maus gegeben, nach dem Motto, die Katz frisst die Maus. Hier sehen wir die Burg Katz, auch eine sehr schöne Burg. Und ja, diese beiden Burgen liegen in St. Goa und St. Goarshausen. Und das bedeutet, dass wir uns gleich der Lorelei annähern. Und dabei war es dann auch Zeit fürs Mittagessen. Man kann natürlich auch hier an Bord etwas essen. Einfach am Platz kann man bestellen und bekommt dann leckeres Essen direkt an den Platz gebracht. Das ist ein etwas einfacherer Standard, so wie man das Flugschiff eigentlich auch kennt und auch auf Fähren. Was über Kantinenniveau, aber vielleicht ein bisschen einfachere Küche, würde ich mal sagen. Vielleicht nicht unbedingt ein
gehobener Restaurantstandard, aber alles lecker, nur eben ein bisschen einfacher. Hier sehen wir die kleine Statue der Lorelei und hier kommen wir nun zum Lorelei-Felsen. Natürlich gibt es auch da eine Sage. Und dieser Sage nach wurde eine Frau von ihrem geliebten Mann verlassen. Sie soll so hübsch gewesen sein, dass fast jeder andere in sie verliebt war. Und deswegen galt sie als eine Art Zauberin, sollte dann in ein Kloster geschickt werden, wollte auf dem Weg dorthin noch einmal das Schloss ihres Vaters sehen, ist dann hoch auf den Felsen geklettert, hat heruntergeschaut und soll dann oben den von ihr Geliebten auf einem Schiff gesehen haben und sich verzweifelt in die Tiefe gestürzt haben und dann unten auf dem Felsen nun als Sirene sitzend die Schiffer und Kapitäne ins Verderben locken soll. Das zumindest die Sage. Vor allen Dingen darauf beruhend, dass wir hier zum Beispiel die stärkste Strömung und die schärfsten Kurven des schiffbaren Rheins haben und deswegen hier früher eben sehr viele Unfälle waren und dadurch eben diese Sage hier begründet. Ganz traditionell wurde das auch hier auf der Goethe so gemacht, dass das berühmte Lorelei-Lied gespielt wird, wenn man hier um die Lorelei herumfährt. Danach folgt dann die nächste Sehenswürdigkeit, das ist die Stadt Oberwesel. Auch eine sehr schöne Stadt mit auch viel erhaltenen Stadtmauern. Auch zwei interessanten Kirchen, die Martinskirche und hier schön sichtbar die Liebfrauenkirche, diese rote Kirche. Und es gibt auch eine Burg, die Schönburg, hoch oberhalb der Stadt. Hier sehen wir auch ein ganz tolles Schiff, die Excellence Pearl. Das ist ein ganz kleines Flusskreuzfahrtschiff, das auch auf ganz ungewöhnlichen Routen eingesetzt werden kann. Eines der ganz wenigen so kleinen Schiffen, die auf einem sehr modernen Standard sind. Ich hoffe natürlich auch, euch dieses Schiff bald mal zeigen zu können. Hier haben wir schon die nächste Burg in Sicht. Das geht hier wirklich Schlag auf Schlag. Es gibt hier unzählige Burgen entlang des Mittelrheintales. Hier sehen wir das Denkmal für den Generalfeldmarschall Blücher. Das heißt, wir sind jetzt angekommen hier in Kaub und hier sehen wir Pfalz-Grafenstein. Für mich eigentlich das Highlight hier im Mittelrheintal, für mich doch nochmal schöner als die Lorelei. Diese Burg, hier eine ehemalige Zollburg auf einer Insel mitten im Rhein. Nächste Stadt, die wir passieren, beziehungsweise auch Haltepunkt unserer Fahrt, ist Bacharach mit der Burg Stahleck hier hoch oberhalb. Hier ein weiteres kleines, sehr schönes Flusskreuzfahrtschiff, die Große Vita, sehen wir hier jetzt auch die von ihren Linien ein bisschen an eine elegante Yacht erinnernd. Also wirklich tolle Schiffe, die man hier sehen kann, insbesondere an so einem Sommertag sind hier durchaus viele Schiffe unterwegs, einfach weil es vom Schiff aus am schönsten ist, das Mittelrheintal zu beobachten. Ja, für uns war dann erstmal Kaffeezeit mit einem leckeren Käsekuchen an Bord, während wir hier die Stadt Lorch passieren. Hier sehen wir jetzt gerade einen Zug der Vias. Das wäre der Zug, mit dem man von zwischen Rüdesheim und Koblenz fahren kann. Ja, mit dem Deutschland-Ticket ja aktuell alles sehr, sehr einfach möglich. Und wir sehen schon zahlreiche kleinere und größere weitere Burgen, die man hier vom Schiff aus beobachten kann. Also selbst mit 6 Stunden Fahrzeit ungefähr wird es hier definitiv nicht langweilig. Auf dem Unterdeck kann man übrigens auch noch mal nach draußen gehen und hat dann hier auch diesen tollen Blick. Also auch da Empfehlung. Hier wieder ein amerikanisches Schiff, die SS Antoinette von Uniworld Cruises. Das sind auch ganz spannende Schiffe. Ich hoffe, dass ich euch mal zeige. Kann es aber ein bisschen schnaff zu kommen. Die amerikanischen Preise ein Vielfaches höher sind als die deutschen Preise. Aber das sind ganz ungewöhnlich gestaltete Schiffe von innen und ich hoffe, dass ich euch irgendwann mal eines zeigen kann. Hier sehen wir die Burg Sohneck, die nächste spannende Burg. Direkt nebendran ein riesiger Steinbruch, das ist hier dieser Staub, den ihr sehen könnt. Steine, die hier für die Niederlande abgebaut werden. Und kurz dahinter passieren wir Trächtingshausen mit der Burg Reichenstein. Und dann folgt hier noch Burg Rheinstein. Das ist dann schon die letzte große Burg, bevor wir dann langsam Richtung Rüdesheim kommen. Davor passieren wir gleich noch Assmannshausen mit dem berühmten Hotel Krone Assmannshausen. Sehen wir gleich auch noch ein wunderschönes Fachwerkgebäude. Und von dort aus könnte man theoretisch auch schon mit einer Seilbahn auf den Berg hochfahren und auf der Ante einer kurzen Wanderung das Wald dort runter in Richtung Rüdesheim.
So, hier haben wir jetzt gerade in Assmannshausen angelegt und hier sehen wir das Hotel Krone Assmannshausen, wirklich ein wunderschönes Bauwerk. Ja, vielleicht werde ich ja auch mal die Chance haben, dort eine Nacht zu verbringen. Hier sehen wir immer mal wieder auch Untiefen im Rhein, Felsen, wir haben jetzt hier aktuell Niedrigwasser und hier sehen wir den berühmten Binger Mäuseturm. Dort soll einer Sage nach der hartherzige Bischof Hatto Schutz vor der eigenen Bevölkerung gesucht haben, nachdem er dieser während einer Hungersnot die Hilfe verweigert haben soll und dort soll ihn dann ein grausames Schicksal erwartet haben. Er soll dort nämlich bei lebendigem Leibe von Mäusen gefressen worden sein und das ist der Grund, warum man diesen Turm heute Mäuseturm nennt. Und hier sehen wir jetzt schon Rüdesheim, unser Endziel der Reise. Allerdings werden wir vorher noch mal kurz auf der anderen Seite in Bingen anlegen. Ja, hier sehen wir das berühmte Niederwalddenkmal von Rüdesheim und auch die eben schon mal angebrochene Seilbahn. Und jetzt nähern wir uns hier erstmal dem Asbach Gelände an, wo heute eine ganz tolle Vinothek drin ist, auch ein schönes Restaurant. Und hier sehen wir die River Queen, das ist wohl für mich das schönste Flusskreuzfahrtschiff überhaupt, gehocht zu Universe. Und hier hören wir einmal den typischen Klang der Goethe. ...2008 wurden die Dampfmaschinen der Goethe ausgebaut und durch Dieselmaschinen ersetzt. Aber man hat eine kleine Dampfmaschine wieder eingebaut, um dieses eben originale Schiffshorn zu ermöglichen. Ja, und hier sind wir dann ausgestiegen und hier sehen wir sie schon ablegen, die Goethe. Und können hier nochmal das Schaufelrad in Aktion beobachten. Und damit endet diese wunderbare Nostalgiefahrt auf einem wunderschönen Schiff. Geht nur in den Sommermonaten, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, kann ich euch nur empfehlen. Es macht wirklich Spaß und es ist einfach eine wunderschöne Landschaft. Das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video dann kommt. Wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich sehr über eure Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.